Oh, hier. Okay. Das sind so die 0815 Standard-Zombies wie in Dark Souls 1. Das ist doch schon eher was. Angezündet. Aber ich bin schon eine Hülle, man sieht's. Uah. Man sieht übel aus. Untersuchen. Ist das? Hallo? Okay, das mit Sprinten weiß ich auch. Kollege. Oh, der hat doch... Ne, das war nur die Seele. Echt schon wieder so ein fettes Vieh. Boah, geil. Fett gebackstabbt. Habt ihr das gesehen? Also ich habe mir vorher vom Spiel noch nichts angeguckt. Das Einzige, wo ich mich darüber informiert habe, sind so technische Sachen. Ich weiß zum Beispiel, dass man beim Backstabben jetzt nicht mehr unverwundbar ist, sondern dass man halt immer noch getroffen werden kann. Das heißt, das ist nicht mehr so eine Allround-Methode. Und ein Dolch habe ich gefunden. Rollen. Spacko. Die sind halt bis jetzt alle wirklich noch nicht so die Herausforderung. Aber mal gucken. Ausgerüstete Waffe wechseln mit rechts und links. Das ist klar, das ist auch noch wie im alten Teil. Meine Fackel hält aber leider nur noch 2 Minuten, sehe ich gerade. Schritt zurück. Oh, okay. Autsch! Du mit deinem dummen Pfeil hier. Haha, geblockt. Mit der Fackel habe ich seinen Pfeil abgefangen. Hier liegt was. Ein Lebensstein. Gegenstand benutzen. Ne, will ich aber nicht. Weil ich weiß, dass diese Lebenssteine, das ist so das neue Heil-Item, die sind endlich. Das heißt, ich habe jetzt 11 Stück und die verbrate ich auch Stück für Stück. Anders als die Estus-Flakons, die ich halt an jedem Leuchtfeuer wieder auffüllen kann. Kamera bewegen, das sagst du mir jetzt. Oh, hier. Ah. Gib uns weich. Gib uns Silky. Das ist genau wie Dark Souls 1 oder auch Demon's Souls. Da gab es auch so ein Nest, da konnte man Sachen reinschmeißen, hat man andere Sachen dafür bekommen. Da gab es so eine tolle Eintauschliste auf dem Wiki. Soll ich da mal den Stein reinpacken? Ach komm, den lege ich da jetzt ab. Ja, lege ich da jetzt hin. Oh, ich glaube, das liegt nicht. Liegt nicht richtig. Ja, ja. Ja, ja. Okay, die sind zufrieden. Gut. Aber das ist ja nicht wirklich seidig weich gewesen. Hier ist eine Leiter. Was ist denn das da hinten? Der steht doch davor irgendwas, oder sehe ich das falsch? Okay, runterrutschen ist jetzt auch anders. Das ist nicht nur die Rolltaste gedrückt halten, sondern auch gleichzeitig noch nach unten drücken. Und ins nächste Nebeltor. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, ihr würdet gerne mal neue Umgebung sehen, aber das ist Dark Souls. Man muss halt alles erkunden. Rechte Waffe zweihändig führen. Ja, super. Jetzt ist meine Fackel aus. Spielen wir doch mal ein bisschen rum jetzt hier mit den... Muss ich ja mal ein bisschen ans Dual Wield gewöhnen, ne? Gottes Willen, ist das dunkel jetzt. Scheiße. Ich höre hier doch was. L3 beim Sprinten ist Springen. Okay, das ist jetzt auch auf einer eigenen Taste so gesehen. Damals war das noch, da musste man mehrmals hintereinander Kreis drücken. Beziehungsweise auf der Xbox B, damit man springt. Wenn man das nicht richtig getimed hat, ist man regelmäßig irgendwo runtergefallen. Scheint es aber sonst nichts mehr zu geben.
Dann sehen wir vielleicht doch gleich nochmal was Neues. Ich bin ja versucht, da nochmal hinzugehen, auch wenn ich gegen das dicke Vieh keine Chance habe. Ich will wissen, was der da anguckt. Weil alles hier kann wichtig sein. Vielleicht ist da der neue Bund des Artorias drin, den ich brauche, um durch den Abgrund zu gehen. Durchsucht eure Umgebung. Oh, aua! Ich habe einen Pfeil im Nichts. Aua! Was für ein Arschloch. Okay, den kann ich umwerfen. Kann es sein, dass seine Pfeile keinen Schaden machen? Spacken! Okay, jetzt bin ich, glaube ich, doch mal so frei. Okay. Die Dinger regenerieren nicht sofort, sondern Stück für Stück. Da sitzt doch einer. Ich glaube, ich weiß schon, was ich da jetzt mache. Das riecht doch geradezu nach... Boots! Oh, da ist schon wieder einer mit Pfeil und Bogen. Au! Headshot. Aua! Ich will da hoch. Was für Affen hier. Okay, beim Lebensstein kann ich mich sogar bewegen. Anders als beim Estus Flask. Oh, Leute, ich habe jetzt schon wieder Panik. Ist das alles furchtbar. Wo bin ich hier? Nochmal backstabben. But. Das sieht schon geil aus. Das muss man jetzt schon mal sagen. Bin ich jetzt an dem See, wo der Dicke... Da ist der Dicke, ja. Was bewacht der da? Oh, ich hab echt... Nee, ich weiß nicht. Ich hab echt Schiss auch. Wer weiß, ob da nicht gleich die fette Hydra aus Dark Souls 1 wieder auftaucht. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich bin zwar mutig, aber nicht blöd. Gehen wir einfach mal weiter. Wie gesagt, das war mir jetzt gerade echt... Das sah mir zu... gefährlich aus. Nachricht lesen. Boss voraus übrigens, hurra für Fackel. Ja, die guten alten Spielernachrichten. Ganz viele sind hier sogar... Huch. Alter Schwede. Die waren aber fleißig hier. Ja, normalerweise immer mit Schild oben laufen geht hier aber bei mir gerade nicht. Oh, und da ist wieder das Geräusch. Ein neues Gebiet in Dark Souls. Sieht aber nicht sehr dark aus hier. Naja. Ist hier irgendwas? Hier geht's schon weiter. Da gibt's was. Ich glaube aber, ich gehe da mal lang. Oder? Gucken wir lieber mal, ob hier erstmal ein Leuchtfeuer ist. Weil das sieht hier so freundlich aus. Das könnte der neue Feuerbandschrein sein. Haben wir denn auf der Uhr 39 Minuten? Ein Leuchtfeuer. Geil. Leveln kann ich nicht. Das habe ich nämlich auch gelesen. Das kann ich bei irgendeiner Tuse machen. Huch. Da steht ja eine. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate. Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Ich hoffe, was Nützliches. Estus Flakon, ja! Go on and
to see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. König Vendrick. Von dem habe ich in Dark Souls 1 nie was gehört. So, Estus Flakon, dann packe ich mal den dahin. Was haben wir hier? Okay, steht verbündet zu anderen Welten wieder her. Göttlicher Segen. Ja. Steckt vorüber im Glück. Okay, das ist natürlich ganz geil, wenn man Sachen farmt, wahrscheinlich. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Achso, bei ihr kann ich jetzt wahrscheinlich leveln. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. Mhm. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. So that hope will not fade away. Ich riech da doch schon was. Bearer of the curse. Seek souls. Seek the king, lest this land swallow you whole. Jetzt kann ich leveln. Geht doch. Ich wollte schon sagen, wie oft soll ich denn noch... Okay, mein erstes Level kostet mal eben 900 See und ich habe 470. Gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Und sie redet gerade von vier Leuten, die Seelen haben größer als alle anderen. Meint sie damit etwa die Fürstenseelen aus Dark Souls 1? Oh, ich habe jetzt schon wieder Bock, das alles rauszufinden. Wer bist du? You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement, a place where life is almost normal. And in Drangleic these days, there are very few places like that. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder der Standardtyp, der einem was erzählt. Denselben gab es in Demon's Souls und Dark Souls. Und in Dark Souls hat er einen später angegriffen in Neu-Londo. Bin ich mal gespannt. Ist es hier? Ach du Scheiße. Seht ihr das? Ein Death-Counter für die verdammte ganze Welt. Und das sind schon über 15 Millionen Tote weltweit. Geil. Ich habe jetzt schon Bock. Oh, hier, eine Blutlache. Hat er sich mit dem Typen angelegt? Scheint so. Oh, hier ist ja sonst nichts, was einem böse ist. Was haben wir hier? Gibt es doch bestimmt irgendwo Items. Ich will jetzt Sachen finden. Ist aber so grafisch, ist es generell noch auf Dark Souls 1 Niveau, aber so Licht und Schatten, das sieht schon schön aus. Das finde ich hübsch. Hier ist was. Schon wieder eine Seele. Ein Lebensstein. Was ist hier? Ein Typ. Schon wieder einer. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Okay. I'm a blacksmith. Ah. I'm nothing without my tools. Bring me that key. Chop chop. Chop chop. Ich chop chop dir auch gleich mal einen mit meinem Schwertkollege. So, komm, bevor ich jetzt hier noch weiter rumdümpel. Ihr wollt ja auch was sehen, ne? Wir gehen jetzt einfach mal. Ich habe doch da oben Durchgang gesehen. Da will ich jetzt lang. Ich werde nachher eh sofort weiterspielen. Dementsprechend kann ich das eh alles, die ganzen Leute, kann ich immer noch ansprechen.
Ich will euch jetzt was zeigen. Gott, ey, ich weiß jetzt schon, dass das ein grauenhafter Fehler ist. Es ist so dunkel. Was ist das? Sitzt da schon wieder einer? Hallo? Ja, mit dir rede ich jetzt nicht. Wir wollen ja, wie gesagt, ich will was zeigen. Hier ist was zum Einsammeln. Hier ist eine Tür. Und eine Statue. Ah! Eine versteinerte Statue. Da bin ich ja mal gespannt, ob das eventuell... In Dark Souls 1 gab es ja Schmiede, die überall rumstanden und versteinert waren, ob das zusammenhängt. Oh Gott, das ist jetzt schon wieder... Ich habe schon so wieder so viele Ideen, was hier zusammenhängen könnte und was nicht. Hier, gehen wir da mal durch. Oh, da steht einer. Komm, den backstab ich jetzt. Das schaffe ich. Scheiße! Geh weg! Der hält aber ordentlich was aus. Naja, gut. Komm, Sprungangriff. Zack. Ja, Kollege Schnürschuh. Dahinter ist auch einer. Oh! Haha. Nein, 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 nein. Komm her, Kollege. Ich mach dich weg. Pieks. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ohne Schild so gut zurechtkomme. Lloyds Talisman. Ja, geil. Den gab es ja in Dark Souls 1 auch. Was hat er überhaupt nochmal gemacht? Ich habe das Ding nie benutzt. Das Inventar ist ein bisschen aufgeräumter. Das gefällt mir. Verändert Estus Wiederherstellung. Ach ja! Stimmt, es gibt ja Gegner, beziehungsweise auch natürlich die Leute, die einen invaden. Die. Ja, die mit. Jetzt habe ich es vergessen. Die sich heilen, Mensch. Natürlich, die sich heilen. Und mit Lloyds Talisman, wenn man den einsetzt, kann man das verhindern. Macht es ein bisschen einfacher. Zwei komische Gegner, die sahen sehr nach Blighttown aus. Ich bin ja mal gespannt, ob es wieder so ein Blighttown geben wird. Schandstadt für die Leute, die es nur auf Deutsch kennen. Weil da... es gab in Demon's Souls 1, da war es scheiße, das wussten sie. Dann haben sie in Dark Souls trotzdem wieder eins gemacht. Das wird hier auch wieder ein Blighttown geben. Ich bin mir zu 99% sicher, dass es eins geben wird. Aber ich wünsche... Es ist zwar scheiße, aber ich wünsche mir es auch gar nicht ohne irgendwie. Bin jetzt einfach mal hier lang gelaufen, bin ich überhaupt richtig? Eine Truhe. Okay, das hat jetzt so lange gedauert. Ich habe echt gedacht, die frisst mich jetzt. Ich bin auch so doof. Warum habe ich die nicht gehauen? Die hätte mich jetzt wirklich eiskalt fressen können. Wir kennen es doch aus Dark Souls. Hier geht's nicht lang. Gott, war das dumm. Oh Gott. Da ist irgendwas Böses hinter, ich weiß es. Nö, da ist gar nichts hinter. Lasst mich durch. Okay. Die Tür ist zu. Das gefällt mir nicht. Wie bin ich denn jetzt hier? Geht's hier? Ne, hier geht's nicht weiter. Oh Gott. Hier springt doch irgendwo gleich einer runter, oder? Sehe ich? Da oben sitzt doch einer. Oder ist das ein Stein? Oh, ich habe alles. Ich habe echt vor allem Angst in diesem Spiel. Es ist so ekelhaft. Da sehe ich eine Truhe. Schön vorsichtig. Ein Schritt nacheinander. So, und diesmal... Okay.
diese Truhe ist nicht böse. Panik. Pure Angst. Schlimmer wie jedes Horrorspiel. Oh Gott, alles voller Blutflecken und Wald der gefallenen Riesen. Oh, da kommen doch jetzt bestimmt gleich die dicken Steinsoldaten aus Dark Souls 1 um die Ecke. Alter Schwede, wie viele Leute sind hier Och nee, ich will hier nicht weiter. Bin hier doch bestimmt falsch. Obwohl, der sieht nicht so gefährlich aus. Hallo. Komm her. Also vom Damage her mag ich den Dual Swordsman. Das ist gut, dass der am Anfang gleich schon so eine Plus-1-Waffe hat. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht blocken. Ich hoffe, ich finde bald mal ein Schild. Aber vielleicht versuche ich das auch wirklich mal so durchzuspielen. Wäre doch mal was Neues. Oh! Wo kommst du denn her? Boom. Zack. Hier geht's doch bestimmt in die Höhle rein, wo ich eben gewesen bin. Ha! Ich habe sogar recht. Da oben war die Truhe. Und ein Heimatknochen. Geil. Schöne, schöne Sachen. Geheimnis. Achso, ja. Es lohnt sich jetzt auch mal wieder die Nachrichten zu lesen. La 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 la. Gott, da, ach, da kommen schon wieder welche. Ich habe doch da rechts gerade ein Bonfire erspäht. Ey, das ist echt geil, das ist richtig schön. Schneller Kampfstil, das gefällt mir. Au! Alter. Immer diese ollen Pfeile, das kann ja wohl nicht angehen. Ich gehe jetzt hier zum Bonfire. Dann kommen die Typen zwar wieder. Ach ja, auch neu. Man kann sich von vornherein teleportieren, aber ich weiß nicht. Das ist eine Neuerung, die gefällt mir nicht so gut. Aber ich muss es ja auch nicht nutzen und ich glaube, das werde ich auch nicht. Es sei denn, ich habe wirklich irgendwann mal die Schnauze voll von dem Gebiet. Okay, Backstabben ist generell auch schwieriger. Stiefel. Au. Sprung. Mehr so ein typischer Schurke bin ich, merke ich gerade. Komm her. Zack. Ach, dieses befriedigende Gefühl bei jedem Gegner, den man erledigt, das ist wunderschön. Und du kriegst mich nicht nochmal, Kollege. Da sprinte ich jetzt vorbei und dann gebe ich dir aber mal so richtig. Mit Ankündigung. Oh Gott. Ja, da war ich übermütig. Heilung, 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 Heilung. Gott, das dauert auch länger als im ersten. Au! Oh, ich hasse es. Nicht blocken zu können ist scheiße. Nehme ich halt nur ein Schwert, dann kann ich zumindest ein bisschen blocken. Au! Jetzt fängt er wieder an, mit seinem dummen Bogen da hinten rumzuballern. Ich glaube, es hackt. Ich werde dir so richtig den Arsch versohlen, Kollege. Komm her. Zack! Ich habe leider nur ein Estus-Flakon, das heißt... Zack. Meinen ersten Lebensstein verschwendet. Warum gehe ich eigentlich nicht zurück zum Bonfire? Das ist doch viel sinnvoller. Den habe ich doch nicht gekillt. Wusste ich's doch! Typische Dark Souls-Falle. Wäre ich jetzt hier reingelaufen, der hätte mich von hinten niedergemäht. Dieser elende Sack von Untoten. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück zum Bonfire. Weil das ist zu mies gelaufen. Ich habe jetzt ein Estus-Flakon und einen scheiß Lebensstein verbraten hier. Was für eine miese Scheiße das hier ist. Okay, da... Wir waren gerade live dabei, wie einer am Bonfire umgehauen wurde.
Es ist ohne Anvisieren nicht mehr so einfach, die Gegner zu treffen, merke ich gerade. Oh. Okay, ich merke gerade, dass dieser Sprungangriff, den kriege ich irgendwie auf der PS3 nicht so gut hin wie auf der Xbox. Da gucken wir doch mal kurz, ob die Sachen besser sind wie meine. Ich habe jetzt die Stiefel gefunden. Was ist das denn? Ach, das ist ja geil, das sehe ich jetzt erst. Unten? So unten links? Kann das sein, dass ich sehe, wie die scalen mit meinen Werten? Scheint so. Aber wo sehe ich denn wo meine Verteidigung? Oh Gott, ich weiß. Benötige Stärke, um den Gegenstand anzulegen. Ja, das ist klar. Aber... Info anzeigen? Nee, auch nicht. Wo sehe ich denn meine Verteidigung? Die sehe ich hier nirgendwo. Ist das da ganz oben, dieser Hammer bei Spielerstatus? Ich weiß es doch auch nicht. Das muss ich mir alles nochmal angucken. Naja, gehen wir erstmal weiter. Bleiben wir erstmal bei der Standardausrüstung. So, jetzt muss ich aufpassen, jetzt locke ich den einen da erstmal an. Komm her. Hab gesagt, komm. Sind das zwei Bogenschützen? War doch nur einer eben. Ist auch nur einer. Du mit deinem Scheißbogen da hinten. Du gehst mir tierisch auf die Seele, weißt du das? 1400 Seelen, das ist am Anfang noch echt viel. Oh, es ist so scheiße, ich bin so schlecht. Stirb. Und du auch. Drecksäcke. Elende. Ja, Estus Flakum verbraten, egal. Weiter geht's. Ich kann jetzt nicht immer wieder zurücklaufen. Eine Leiter. Oh Gott. Oh Gott, wie viele sind denn das? Schon wieder ein Bogenschütze. Wie viele verdammte Bogenschützen haben die denn hier eingebaut? Oh, ist das nervig gerade. Wo ist denn der? Bist du ein Freund oder ein Feind? Hallo? Au! Oh, ich stelle mich gerade echt blöd an. Komme ich da nicht irgendwie hoch? Zerbrochenes gerades Schwert. Super. Hier geht's lang. Da gehe ich hoch. Komme ich doch bestimmt irgendwie. Ah, jetzt bin ich auf der Arena, wo der Typ ist. Dieser Mistsack von Gegner. Kurzschwert. Mal gucken, ob das... Okay, ich habe das Kurzschwert plus 1, das heißt... Die sind alle schlechter wie meine. Okay. Dann behalte ich meine beiden. Ich habe die auch schon so ein bisschen lieb gewonnen jetzt. So, was sagt die Uhr? Wir sind schon bei einer Stunde. Ich hätte zwar gern noch einen Boss gezeigt, aber... Soll ja nur ein Ersteindruck sein. Mal gucken.
Wir gehen jetzt einfach wieder die Treppe runter und dann gucken wir doch mal, dieser komische weiße Ritter, der da sitzt. Ich glaube, dem hauen wir mal eine. Oder? Das wäre doch ein gebührender Abschluss, wenn ich den jetzt noch umhau. Lebensstein. Bam, bam. Wow. Der haut aber ganz schön zu. Alter, wie der sich... Hört ihr das? Wie der atmet. Oh Gott, heilen. Oh. Um Gottes Willen, wie mache ich das denn jetzt am besten? Oh, wo kommt er denn her? Scheiße. Boah, was war das denn? Nein! Gebührender Abschluss, würde ich sagen. Ja, kurzes Fazit. Das ist geil. Es ist halt typisch Dark Souls. Es ist wie der erste Teil mit den neuen Änderungen, was das Kampfsystem angeht und so weiter. Das finde ich gut. Grafik ist auch in Ordnung. Ist halt typisch. Ich freue mich nochmal auf die PC-Version. Die soll ja wesentlich geiler aussehen. Dann plus 60 Frames. Da habe ich schon Bock drauf. Ja, ich werde jetzt gleich weiterspielen. Aber für den Ersteindruck soll es das dann erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt diesen dämlichen Ritter aufs Korn nehmen da. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Tschüss.